Hier nun ein Beispiel der allgemeinen Ebenenkinematik. Ein Bumerang, der zum dargestellten Zeitpunkt eine Winkelgeschwindigkeit Omega besitzt und dessen Schwerpunkt eine translatorische Geschwindigkeit Vs besitzt. Zu bestimmen ist die Geschwindigkeit des Punktes B hier vorne am Bumerang. Ja, zeichnen wir vielleicht einmal da gleich ein. Ich mache den Schwerpunktsvektor grün. Die kennen wir. Der Vektor ist wichtig. Der RBS-Vektor. Und man möchte wissen, die Geschwindigkeit des Punktes B. Warum zeichne ich die alle so komisch ein? Ja, weil mein Koordinatensystem auch so komisch ist, nämlich y nach oben, x nach links und damit z nach hinten. Und damit ist auch das Omega negativ von der Drehrichtung her. Also ist eigentlich total deppert, das Koordinatensystem, wenn man ehrlich ist, weil r ist negativ, Omega ist negativ. Das Einzige, was positiv ist, ist Vs, das zeigt den ersten Quadranten rein, und vielleicht Vb, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ja, doch. Alles andere ist halt negativ. Es ist vollkommen irrelevant, wie es ausschaut, das Koordinatensystem. Und dann, ja, dann muss man sich halt einmal überlegen, wie schauen eigentlich die Komponenten, die man braucht, aus. Also wenn man diese Formel anwendet und Vb ausrechnen möchte, dann ist es laut der Vorschrift da unten die Geschwindigkeit vom Schwerpunkt, die man ja kennt, das ist da das Va, plus dieser Anteil der Rotation Omega Kreuz, in dem Fall RBS. So, was ist jetzt RBS und was ist Omega und was ist Vs? Das muss man einmal sich überlegen. Die Komponenten sozusagen oder die Vektorschreibweise dessen. Naja, einfach ist einmal vielleicht das RBS. Das RBS ist nämlich ganz sicher, zeigt ganz sicher in negative x-Richtung, wenn x nach links zeigt. Das ist einmal klar. Und es hat einen Betrag RS. Und irgendwie wird der Winkel Beta drinnen sein. Nämlich über den Sinus. RS ist Sinus Beta RBS. Das RS ist die Hypotenuse. Das kennt man, also kann man sich das einmal ausdrücken. Wie schaut es mit Omega aus als Vektor? Minus Omega EZ. VS als Vektor, ich schreibe es einmal so her, hat eine X-Komponente in X-Richtung und eine Y-Komponente in Y-Richtung. Naja, nicht. Klar. Aber wie schauen die aus, die beiden? Das ist die VSX-Komponente und das ist die VSY-Komponente. Also mein Winkel Alpha leicht abzubilden, weil ja VS betragsmäßig bekannt ist. VSX ist VS Cosinus Alpha. Und VSY ist VS Sinus Alpha. So, und damit ist alles bekannt und man kann wieder das Kreuzprodukt da unten einfach ausführen und den VS-Vektor dazu addieren. Ich lasse VS jetzt noch als Vektor stehen, dann braucht man nicht so viel schreiben. Minus Omega EZ, Kreuz, und da ist eh auch nur das Minus RS durch Sinus Beta EX, EZ, Kreuz, EX, was ist EZ, Kreuz, EX? Steht das noch da drüben, ja? ZX, Y, positiv, also plus Y, Minus mal Minus ist auch plus, also kriegen wir da die Komponente. Muss einmal so, Vs plus Omega RS durch Sinus Beta EY raus und Vs einfach einsetzen und dann fassen wir die beiden Ys zusammen. Dann kriegt man eine X-Komponente Vs Cosinus Alpha in X-Richtung plus
Vs Sinus Alpha plus Omega Rs durch Sinus Beta in Y-Richtung. Das ist das allgemeine Ergebnis und da kann man alles einsetzen, weil man alles kennt und ausrechnen. Und kriegt für den VB-Vektor 10,4 in X-Richtung und plus 22,9 in Y-Richtung wieder in Zentimeter pro Sekunde raus. Der Betrag davon, schreibe jetzt nicht mehr her, wie man den ausrechnet, das wissen wir, der Zahlenwert ist 25 cm pro Sekunde. Und so könnte man jetzt, wenn es von Interesse ist, jeden Punkt in dem Bumerang ausrechnen.